Der Wohlfühlfaktor spielt auch beim Wohnen im Alter eine große Rolle. Heute kommt man nicht mehr ins Heim, sondern man übersiedelt ins Seniorenwohnhaus. Im neu errichteten Seniorenwohnhaus in Puch hat man sich nicht nur über die Pflege Gedanken gemacht, sondern auch über sekundär wirkende Einflüsse, wie zum Beispiel Formen und Farben. Es sind viele Dinge, wie das Anthroposophische, da gibt es eine Medizin, das Anthroposophische, im Baulichen das Anthroposophische, das Farbenspiel und so weiter, was einfach für Mensch und Seele gut ist. Und das ist eben da, glaube ich, europaweit das einzige Haus, Seniorenwohnhaus, was wir da in Puch stehen haben. Schon kurz vor Neubezug wurde den Senioren ihr neues Zuhause gezeigt. War die Stimmung zu Beginn noch angespannt, veränderte sich diese schon nach kurzer Zeit zum Positiven. Ende April haben wir die Bewohner dann die Zimmer gezeigt, also die fertigen. Also ja, und seit dem Zeitpunkt hat sich das Blatt irgendwie gewendet. Also sie freuen sich, sie sind total aktiv, sie bemühen sich, das einzurichten und zu gestalten und zu dekorieren. Aber nicht nur die Häuser haben sich in den letzten 30 Jahren verändert, auch die Pflege. Die Menschen bleiben so lange wie möglich zu Hause und kommen erst im fortgeschrittenen Alter in die Häuser. So die Landesgeschäftsführerin des Roten Kreuzes, Sabine Kronberger-Scheuch. Also der Durchschnittsalter in unserem Seniorenwohnhaus ist 85. Und das, was einfach schön ist, dass wir es schaffen, diese Leute wieder ins Zentrum zu holen. Zu Hause sind sie oft schon sehr einsam oder auch die Pflege ist schon relativ aufwendig. Und das gelingt in unseren Häusern, dass es trotzdem ein Zentrum gibt und sie ihre Bedürfnisse auch in ihren Zimmern gut ausleben können. Neben der offiziellen Neueröffnung des Seniorenwohnhauses gibt es auch eine neue Freizeitanlage für die Senioren. Zwei kleine Teiche laden dazu ein, spazieren zu gehen und sich in der Natur aufzuhalten. Bürgermeister Helmut Klose darf zur Feier des Tages eine Abkühlung genießen. Das Beispiel hier im Buch ist etwas ganz Großartiges, weil ein so wunderbares, modernes, schönes Zuhause, im Grunde genommen mitten im Grünen und doch ortsnahe, ist etwas, was wir den alten und älteren Menschen hier sehr gönnen. Die Herausforderung der Projektentwickler war, die Vorschläge des Anthroposophen in Einklang mit der Behörde zu bringen. Und weil das Endresultat auch wirklich gelungen ist, überlegt Stadtbaumeister Markus Vogelreiter, die Zukunft im Alter vielleicht in Puch zu verbringen. Ja, ich habe für mich so überlegt, ich habe die Planungsphase, die Vorphase erlebt, ich habe die Bauphase erlebt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mit Helmut Klose sprechen, ob ich nicht ein Plätzchen für mich und meine Frau bekommen könnte, wenn es einmal soweit ist. Das Seniorenwohnhaus in Puch, ein Ort für modernes Wohnen im Alter.